So, moin Freunde, ich grüße euch hier zur abendlichen Stunde, denn es gibt wirklich ganz brandheiße News. Da habe ich jetzt super viele E-Mails und auch Benachrichtigungen in den Kommentarfunktionen im Olli-Kanal erreicht. Die Rechtsanwältin Beate Barner, so heißt sie, ist wohl angeblich in einer Psychiatrie jetzt soweit eingewiesen worden. Und das ist ein ganz starkes Stück, ganz interessant, was hier gerade abgeht. So schreiben. Man weiß noch nicht so ganz genau, ob das alles jetzt stimmt. Tichys Einblick hat darüber geschrieben und bei T-Online habe ich was dazu gefunden, dass sie in diese Psychiatrie gebracht worden ist, jetzt gerade heute am Abend. Denn sie hat wohl, sie hat sich verfolgt gefühlt. In einem Parkhaus war sie zu dem Zeitpunkt und hat dann wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, die Polizei gerufen. Und die Polizei hat sie irgendwie so eingeordnet, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig dazu, dass sie ja nicht mehr so ganz zurechnungsfähig wäre und aufgrund dessen wohl irgendwie in eine Psychiatrie gebracht. Und es gibt einen Soundfile, verlinke ich euch auch unterhalb des Videos, der kursiert bei YouTube, bei, was weiß ich, bei Facebook, bei Soundcloud habe ich es jetzt gerade eben auch noch gehört. Und von der Stimme her würde ich behaupten, das, was ich sonst an ihrer Stimme gehört habe, ist sie das. Ich kann nicht beurteilen, ob das irgendwie ein super Fake ist, gut gemacht ist oder sonst was. Aber was sie darin erzählt, ist wirklich verstörend, möchte ich es ausdrücken. Erzählt dann nämlich, dass sie dann von Polizisten irgendwie mit dem Kopf auf den Boden geschleudert wurde, so nach dem Motto, oder gedrückt wurde und alles. Und bis jetzt, also als sie dieses Telefonat mit ihrer Schwester wiederum geführt hat, daher ist diese Audioaufnahme, bislang immer noch nicht verbunden wurde und so weiter und so fort. Also geht gerade was ganz, ganz Krasses ab. Ein Schritt nochmal zurück an der Stelle. Wer nicht weiß, wer diese Frau Barner ist, weil das auch viele gerade bei der Caro wiederum im Livestream gefragt haben. Die Frau Barner ist jetzt in den letzten paar Tagen bekannt geworden. Hatte ich ja auch in einem Video darüber berichtet im Olli-Kanal. Sie hat nämlich soweit vor dem Bundesverfassungsgericht eine Klage eingereicht wegen der aktuellen C-Thematik, wegen der C-Maßnahmen und gesagt, nö, das kann ja alles nicht sein, das hebelt auch unser Grundgesetz aus. Und das Bundesverfassungsgericht wiederum stellte jedoch fest, dass der Antrag unzulässig wäre und so weiter. Also es ist ein ganz interessantes Thema, was hier gerade abgeht. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Soweit Tichys Einblick schreibt, will die Polizei sich heute nicht mehr dazu melden, sondern erst am Dienstag, also jetzt in den nächsten Stunden. Da bin ich mal gespannt, ob und was da gesagt wird, was da kommen wird, ob wir da genauere Informationen bekommen. Es sind krasse Zeiten, Leute. Es sind wirklich krasse, krasse Zeiten. Ja, wenn man sich hier aber allerdings auf beatebarner.de, das ist die Webseite der Dame, jetzt muss man aber auch noch dazu sagen, ja, diese Webseite war in den letzten Tagen ab und zu auch nicht erreichbar. Das weiß ich nicht, ob die irgendwie beabsichtigt runtergenommen wurde vom Netz, von unserer Regierung. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Es könnte natürlich auch sein, dass der Server einfach überlastet gewesen ist durch zu viele Anfragen, die dann aus ganz Deutschland von Presse, von Interessierten und so weiter draufgekommen sind. Gerade der letzte Eintrag hier, Zitat, Shutdown beenden, leicht gemacht, in wenigen Schritten zurück zur Freiheit. Ich finde den nicht relativ sachlich, im Gegenteil, ich finde den ein bisschen wirr geschrieben. Ich weiß nicht, was abgeht, Leute. Ich komme nicht mehr nach. Ich krieg's nicht mehr so ganz auf die Kette, manche Themen wirklich nachvollziehbar zu verstehen, sage ich mal. Also wenn ihr mehr Infos habt, schreibt's gerne in die Kommentare. Lasst uns anständiger Natur darüber diskutieren und haut rein. Bis zum nächsten Video und teilt das, damit sowas natürlich auch publik wird. Ciao.